Der Erbe eines der ältesten temerischen Geschlechter. Erschlagen von einem Monsterjäger. Ein Zeichen der Zeit. Tut es dir leid um Ayan? Nein. Er war der Vertreter einer aussterbenden Art. Und ein Verräter. Erzähl. Dass das klar ist. Ich war der Letzte, der diese Schlacht wollte. Aber zu Foltest sagt man nicht nein. Ah. Okay, ich glaube, das war der eigentliche Anfang gewesen. Es ist halt nicht nur schön, eine etwas bessere Grafik zu haben, sondern auch der hat seine Schwerter, so wie in The Witcher 3, auf den Rücken gehabt. Das hat mich in Teil 1 etwas getriggert. Ja, wobei in Witcher 1 ist es naturgetreu. Hexer tragen ihre Schwerter laut den Büchern, meine ich, nicht auf dem Rücken. Also eigentlich war es in Witcher 1, wenn ich mich recht entsinne, sogar richtig. Hexer tragen ihre Schwerter selten bis nie auf dem Rücken. Seine Majestät, der König von Temerien, Ponta, Mahakam und Sodden, oberster Protektor von Brugge, befiehlt Meister Geralt bei ihm zu erscheinen. Eins haben sie bei sich, das andere hängt meistens am Pferd oder so. Ich bin schönen Morgen zu stören, aber der König... Eigentlich nicht auf dem Rücken. Eigentlich. Schönen Tag noch, Herrin. Hexer? Hallo, Triss. Guckt aber noch weiter, ne? Idiotischer Krieg. Der Morgen hätte so schön sein können. Ein Krieg kann doch nicht idiotisch sein, wenn dein König ihn führt. Oh, mein Liebling. Den Wald haben sie abgeholzt. Sie plündern die Dörfer. Bald töten sie sich wohl gegenseitig. Warum? Weil Foltest sich mit der Mutter seiner Bankkarte überworfen hat. Dieser Krieg ja, ist idiotisch. Wobei, das ist dann ja am Ende, legitim, also aber doch ab der... Blutes. Die oh Gott, wann hat er denn sein Hexerschwert gekriegt? Das reicht völlig ganz am Anfang hatte er nur ein Schwert. Es hat schon ganz andere Bewerber gegeben. Ganz am Anfang hatte er nur ein Schwert. Daran, dass ich weiß. Foltest und die übrigen sind nicht der Inbegriff von Intelligenz. Und irgendwann und kam Manieren. Dann das Hexerschwert dazu. Ich weiß nur nicht, ob ab Kapitel 2. Deswegen beschütze ich Foltest. 2 oder 3. Aber wenn die Burg fällt, gehen wir. Doch, aber eigentlich tragen sie nicht beide auf dem Rücken. Sie tragen nicht beide auf dem Rücken. Und Geralt hat ja noch ein Schwert an der Seite gehabt. Geralt hatte noch ein Schwert an der Seite. Mhm. Eigentlich tragen sie nicht beide auf dem Rücken. Das eine hängt meistens beim Pferd dran. Nicht immer. Wie gesagt, in den Büchern haben sie eigentlich nie die Schwerter beide auf dem Rücken. Also im zweiten stand das, glaube ich. Im zweiten Band der Vorgeschichte. Ich glaube, da wurde es erzählt. Ja, genau. Genau. Eigentlich halt auch so, wie es die anderen, glaube ich, machen. Also die anderen aus der Gesellschaft da, der Hexerzunft. Ich glaube, Geralt gewöhnt es sich in den Spielen nur an. Das ist etwas, was viele, glaube ich, auch getriggert hat, weil in den Büchern hat er das halt einfach nie gemacht. Also wie gesagt, ich meine, dass ich das in einem der Bücher gelesen habe. Müsste ich aber halt nochmal genauer nachgucken. Also in der Serie haben sie es richtig gemacht. Wie gesagt, genau wie im ersten Teil von Witcher am Anfang. Und irgendwann hat er dann ja angefangen, sein Ding da am Pferd zu tragen. Ich hätte es zum Beispiel auch so machen können. Ich hätte zum Beispiel sagen können... Ich glaube, deswegen ist zum Beispiel auch der andere Slot da. Wir haben zwei Menschenschwerter und wir haben ein Hexerschwert. Ich hätte es auch so machen können, dass das Hexerschwert allein auf dem Rücken ist und dass das andere Schwert an der Seite hängt. Das wäre aber Schwachsinn gewesen. Wo würde mir ja ein Slot fehlen für Sachen, die ich hätte verkaufen können.
Ich glaube, das hätte man in Witcher 1 sogar nicht so hinlegen können. Wissen tue ich es aber nicht. Ich habe es noch nie ausprobiert. Ich habe es einfach nur so gemacht, wie es das Spiel vorgegeben hat. Ich glaube, der Traum ist wichtig. Wie ich atemlos durch den Wald stürze und die Wilde jagt. Das sind meine letzten Erinnerungen. Ich erwache und untersuche den Traum sofort auf Anhaltspunkte. Auf Hinweise. Irgendwas, was mein Gedächtnis zurückbringt. Träume können sehr mächtig sein. Manche Träume sagen, sie könnten sogar die Wirklichkeit formen. Die Leute behaupten alles Mögliche. Leider vor allem Unsinn. Wir werden es erfahren. Ich bin sicher. Sehen Sie Witcher 3 oder halt, jetzt finde ich es am coolsten. Ob es richtig ist oder nicht, gut aussehen muss es. Nee. Es muss richtig sein. Aber man kann es halt nicht ändern, ne? Es wäre halt cool, wenn es die Funktion gäbe, dass du es dir aussuchen könntest, wo du das Schwert halt hast. Das wäre halt cool. Bei mich hat das halt enorm getriggert. Dass das halt beides hinten drauf ist, das hat mich so getriggert. Es nervt mich heute teilweise noch, aber ich akzeptiere es. Kann es ja eh nicht ändern. Ein Späher schwört übrigens Stein und Bein am Fluss einen Drachen. Es ist halt einfach nicht richtig. Er will auf einen Vortrupp der Skoyatel gestoßen sein, der ihm fast das Licht ausgeblasen hätte. Aber dann sei ein Drache herangeflogen, sodass die Elfen sich zu Boden warfen und den Späher türmen ließen. Ein Drache? Das wäre ja so, als wenn plötzlich Flügel hätte. Geralt. Außerdem jagen Hexer doch keine Drachen. Oder hat sich das geändert? Nein. Und du hast recht, hier gibt es wohl kaum echte Drachen. Vielleicht war es ein Gabelschwanz oder ein Schleimling, ein ausgewachsener Wyvern. An der Geschichte stimmt wohl nur, dass der Späher den Elfen entkommen ist. Wyvern sind keine Drachen? Wie war denn die Sektion dieses verhinderten Königsmörders? Fürchterlich. Seit du ihn getötet hast, ist schon über ein Monat vergangen. Die Leute des Königs wollten die Sektion allein durchführen. Ein Haufen von Laien. Was sie da herangekarrt hatten, konnte man schwerlich einen Leichnam nennen. Der König traut niemandem. Konntest du etwas erfahren? Wenn dann so wie in der Serie. Feststellen. Aber vermutlich hat er im Dunkeln so gut gesehen wie du. Wobei gekreuzt auf dem Rücken ist es natürlich auch geil. Dann machst du halt Mörder, der sich an sämtlichen Wachen vorbeigestohlen so hat und um ein Haar den König und mich umgebracht hätte. Das ist halt einfach geiler. Ich teile so dir müsstest du halt beide so ziehen. Mit. Ich habe diese pikante Neuigkeit für mich gehalten. Das kommt halt nicht. Und werde das so ist schon besser. Mir ist schon klar, was sie für dich bedeuten kann. Alter, da können wir jetzt stundenlang diskutieren. Jetzt magst du sein Beschützer und königlicher Hexer deine sein. Meinung. Aber ich hab meine Meinung. Herrengunst, Nebeldunst. Aber was? Es kann doch mal sein, dass du mal beide nutzt. Es kann immer mal sein. Und außerdem, woher weißt du, dass er es nie benutzt? Weißt du ja nicht. Gut, ich weiß es tatsächlich gerade auch nicht. Aber wir wissen es nicht. Vielleicht hat er ja schon mal beide benutzt. Wenn er zum Beispiel einen Kampf gegen ein menschliches Wesen und einen Kampf gegen ein Ungeheuer führt. Weil Ungeheuer und Mensch zum Beispiel beide auf ihn drauf, also auf ihn losgehen. Dann brauchst du beide. Hä? Es ist Zeit, sich mit diesem Lüstling von einem König und seinem idiotischen Krieg zu befassen. Ich komme später zu euch. Ja, deswegen sagte ich ja, wenn ein Monster, zum Beispiel wenn ein Monster oder ein Mensch ein Monster gezüchtet hat, wie es ja in Witcher 1 zum Beispiel der Fall ist, wo es ja schwachsinnig ist, wie du ja schon sagst, ein Stahlschwert gegen menschliche und unmenschliche Gegner zu benutzen, was du in Witcher 1 ja hast. Es wäre dann cooler gewesen, weil du kämpfst ja gegen beide, wenn du mit beiden Schwertern kämpfst. Weil du nun mal menschliche und unmenschliche Gegner an der Seite hast, gegen die du in dem gleichen Moment kämpfst. Und das kann ja immer mal vorkommen. Also bräuchtest du ja beide Schwerter, weil du kannst ja mit dem Schwert für Menschen kannst du ja keine unmenschlichen töten. Und umgekehrt, ne, geht das ja auch nicht. Wobei, wir haben ja gesehen, mit dem einem Schwert kannst du ja den Menschen trotzdem töten, mit dem Hexerschwert. Nee, wir kommen da auch nicht weiter, weil wir beide unsere Meinungen haben. Und das ist ja auch gut so. Ist ja auch gut, dass wir unsere Meinungen haben. Deswegen braucht man da auch nicht diskutieren. Ich akzeptiere deine und du akzeptierst meine. Und wir einigen uns darauf, dass Triss einfach toll ist. Halle. Okay.
kann man. Aber man tut es ja selten. Also, man tut es ja nur dann, wenn man das Schwert ja nicht hat. Gegen Menschen. Wie, ja, eben im letzten Kampf. Aber sonst... Ne? Ne? Ich komme später zu euch. Chris, jetzt bin ich allein. Also irgendwie... Warte mal. Ich will noch einmal ganz kurz... Ich weiß, es nervt. Ich verlasse noch einmal ganz kurz das Spiel. Einmal noch mal kurz was nachgucken. Ja, ich habe schon wieder zigtausend Screenshots gemacht. Einstellungen. Haha! Konfigurationseinrichtungen sehr niedrig. Okay. Okay. Wir starten. Wusste ich doch, dass die Grafik niedrig ist. Wusstest du doch, da ist irgendwas anders. Da ist irgendwas faul. Wahrscheinlich sieht es jetzt genauso aus wie vorher. Okay, noch bewege ich mich ja synchron. Alles gut. Ja. Ja, ich mache ein Bierglas, was ich von meinem Kumpel habe. Ich streite nicht, ich erkläre nur, warum ich recht habe. Genau. Ja, das sieht doch schon besser aus. Ja, so wollte ich das haben. So gehört sich das. Gestochen scharf, wie mein Spiegelbild ist. Gestochen scharf, ja, wie dein Spiegelbild. Schön, dich zu sehen. Keine Ahnung. Sei gegrüßt, Hexer. Dein Schwert. Auftrag erledigt. Warum seid ihr so laut? Du hast die Gorgo getötet? Donnerwetter. Ich hab die Gorgo schon lange getötet. Übliche Hexerarbeit. Du bekommst deinen Lohn, sobald wir mit diesen Lavalettes fertig sind. Ich hab die Gorgo schon lange getötet. Du wirst es nicht bereuen. Sofort wäre mir lieber. Ein Soldat im Krieg ist nicht die sicherste Rücklage. Ich muss sterben, ich weiß es. Scheiße, ich will nicht wegen einer Wette sterben. Oh, sieh mal da, Kleiner. Ein Hexer. Geralt von Riva dürfte Ahnung von Amuletten haben. Herr Hexer, eine Frage, wenn es recht ist. Ja, Friedhof. Erkennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Wir sind die Haudegen von Grinfried. Ich habe das Gedächtnis verloren. Renfri! Genau wie Bohold. Nach der Jagd auf den goldenen Drachen ist er gestolpert und hat sich den Kopf an einen Felsen angehauen. In der Schlacht ist er immer noch ein Tier. Aber sonst macht er nicht mehr viel außer Fressen und Scheißen. Auf Frauen ist er noch scharf. Ich bezweifle, dass das eine Amnesie ist. Ich bin Häcksler. Den hier nennen sie Neuntöter. Und das da ist unser Kleiner. Der geht bei uns in die Lehre sozusagen. War nicht viel mit Monstern in letzter Zeit. Da haben wir uns eben gemeldet. Und jetzt steckt der Kleine in dieser Wette. Hilfst du uns um der alten Zeiten willen? Ich meine, klar waren wir alle ein bisschen ruppig. Aber wozu über vergossene Milch weinen? So sehe ich's. Wir hätten dich und die Zauberin befreit. Bohold hat nur Witze gemacht mit dem Gequatsche von Vergewaltigung und so. Was für eine Vergewaltigung? Halt den Rand, Neuntöter! Der Hexer weiß es nicht mehr. Wozu ihn großartig erinnern? Doch, ich wüsste es gerne. Bekannte und gut. Ihr wolltet einen Bekannten vergewaltigen? Nur die Zauberin. Welche Zauberin? Du wolltest den Drachen töten, die Zauberin wollte ihn töten, die Bauern auch, jeder wollte es. Ach ja, den goldenen Drachen, den Preis heimtragen. So gab es Streitereien, bisschen Dresche, ein Riesentheater eigentlich. Wir haben euch verschnürt, also die Zauberin und dich, und sind dem Drachen nach. Aber der hat uns windelweich geklopft. Ein halbes Jahr haben wir uns die Wunden geleckt. Ihr konntet euch jedenfalls irgendwie befreien. Na, ist aber nicht ganz richtig. Sie hatte rabenschwarzes Haar. Neuntöter, weißt du noch, wie sie hieß? Ist egal. Konifere, so ähnlich.
Also, Hexer, hilfst du deinen alten Bekannten? Was für Kummer habt ihr denn? Es geht um Leben und Tod. Und ein bisschen Zaster, fürwahr. Der Kleine hat mit einem Ritter gewettet, dass er den ersten Angriff auch in Hemd und Hose überlebt. Ja, wir hatten ein bisschen getrunken, ich geb's ja zu. Aber Wette ist Wette. Es geht um unsere Ehre. Soldatenehre gegen Ritterehre? Ah ja. Du hast es erfasst, Hexer. Wir sind gleich am Anfang dran. Das wird nicht hübsch. Der Kleine ist tapfer, aber mit Tapferkeit allein überlebt er nicht. Jedenfalls ist uns dieses Amulett in die Finger gefallen. Vielleicht kann ihn das beschützen. Mag ich dann wohl. Kannst du nicht mal einen Expertenblick darauf werfen? Du kennst dich doch aus mit Zauberei und so. Zeig mal her. Dein Wolfsmedaillon. Es hat geruckt. Reagiert auf Magie. Also ist es wahr, was der Priester gesagt hat? Hörst du, Kleiner? Du bist gerettet. Den Ritter nehmen wir aus. Woher habt ihr diesen Talisman? Sagen wir, er fiel uns zu. Wir sind auf Patrouille, nicht wahr? Und rennen ein paar Novizenpriesterinnen in die Arme, die da vor einem Schrein beten. Alle freundlich, alle am Lächeln. Wir wollten sie eine Runde bespringen. Oh, aber... Klar! Bohold hatte einen seltenen, klaren Moment. Ja, da sind ein paar Frauen, ein paar Kinder. Man weiß nicht recht, was in seinem Oberstübchen vor sich geht. Ja, wir wollten nur mal kurz vögeln, aber hey! Ist er doch noch der Alte. Wir sind ganz nett. Er haut sie immer noch mit einem Streich entzwei. Mann. Jedenfalls haben wir uns das Amulett gegriffen und sind dann dem übrigen Patrouillenzug nach. Und dann, mein Lieber... Erst rennen wir in ein paar Eichhörnchen von der bösen Sorte, die Luft voller Pfeile, aber wir bleiben unversehrt. Und kaum drei Eichhörnchen stehen noch, als plötzlich ein Drache heranpfeift, die Elfen auf die Knie fallen und wir alle Fersengeld geben. Es gibt keine Drachen. Das Amulett ist garantiert magisch. Obwohl es den Schrein ja nicht vor eurer Patrouille beschützt hat. Auch wahr. Also, wir wissen nicht, was wir davon halten sollen. Wer weiß, vielleicht hilft es ja wirklich. Gut, damit ist die Sache entschieden. Der Hexer meint, das Amulett hilft. Verdammte Sauzucht, ich zieh doch nicht in Unterhosen in die Schlacht. Schnucki, wir gewinnen die Wette. Wir sind reiche Männer, denk dran. Was ist überhaupt so toll daran, eine Burg in voller Rüstung einzunehmen? Über dich werden sie noch Balladen singen, ich sag's dir. Sie blasen zum Appell. Ich sag sofort Rittersporn, Bescheid. Wir müssen los. Danke, Hexer. Wir geben dir auf jeden Fall was ab von unseren Reichtümern. Yep. Und wer weiß, vielleicht gibt uns der goldene Drache ja noch eine Chance. Eines Tages. Wenn alles lebt der goldene Drache noch? Wir unseren Wein noch vor Sonnenuntergang in La Valette. Ich hab 50 XP bekommen. Für was? Dafür, dass ich den drei Holzköpfen da geholfen hab? Guck dir den Dreckskerl an. Macht sich's gemütlich. Wie meinst du das? Wir schlagen uns und er hängt hier rum. Der ist verwundet. Der hat einen Kratzer am Fuß. Er quiekt bloß wie ein Schwein. So, der König wartet schon 6 Stunden auf mich, aber hey! Diese Trevoker hauen ja ganz schön dazu. Hallo, Hugo. Ich hasse diese Verräter. Also so gefällt mir das Bild schon deutlich besser. Bist du tatsächlich so hart, wie man sagt? Ich bin härter. Voltest lässt dir sagen, dass er dir die Eier abreißt, wenn du dich nicht beeilst. Ja. Mit Voltest zum Sieg! Was für ein Tag für eine Schlacht. Sei unbesorgt, Gesandter, wir sind hier nicht in Reichweite der Schützen. Ei. Ganz offen, Majestät, ich bin eher ein Mann des Wortgefechts mit Zunge und Feder. Dachchen. Ich als Friedensbote... Potzblitz, du! Endlich! Die Verräter des Königreiches machen schon den Teer in den Töpfen heiß und du schwatzt mit der königlichen Ratgeberin. Wie kann ich... Ich habe nicht nur mit ihr geschwatzt. Wir stürmen. Da will ich dich bei mir haben. Folgt mir, ihr Herren, wir wollen unsere Verräter nicht warten lassen. Sir, Sie sagten, wir wären außer Reichweite. Das war eine Balliste, Gesandter. Wurfarm mit erzenen Federplatten und Rosshaarsehnen.
Sie kann schwere Geschosse 2000 Schritt weit schleudern. Eine tödliche und sehr wertvolle Waffe. Erfahrene Besatzungen schaffen 2 Schuss pro Minute. Aber das Ding hat eine Schwäche. Majestät, begibt euch in Deckung. Der Wurfarm erzeugt die Brille von dem einen ist mega. Rückstoß. Wir werden abgeschossen. Hey. Euer Majestät, verstehen Ui. Sich auf militärische Ingenieurskunst? Oh nein. Ich schenkte die Balliste vor 2 Jahren der Baronin. Zum Geburtstag. Majestät. Und was wurde er abgeschossen? Von Leuten, die derartige Wunden überleben, Gesandter? Was halten Majestät von Soldaten, die solche Wunden schlagen? Von denen, die das taten, lebt keiner mehr. Oh. Der sieht ja gut aus. Meister Geralt, ich würde gern ein Wort wechseln, sobald der Schlachtenlärm vorbei ist. Verzeih, Exzellenz, aber ich will den Königshof so rasch wie möglich verlassen. Darf man fragen, warum? Man hält mich für jemanden, der ich nicht bin. Wie nennt man dich, Soldat? Warte, du warst doch mit mir vor Brenna und im Ponta-Feldzug. Norman Sardor. Immer noch Schütze? Ja, Sir. Das Schicksal ist nicht mein Freund. Ha! Norman Sardor, für deine langjährigen Dienste für die Krone ernenne ich dich zum 10-Schaftsführer der Schützen. Weiter, ihr Herren. Keine Zeit zu trödeln. Bin auf dem Schlachtfeld. Naja, okay. Verzeiht meine kühne Frage, Majestät, aber ich bin gezwungen, sie zu stellen. Welches Schicksal harrt der königlichen Bankerte, wenn... Das sind keine Bankerte, das sind meine Kinder. Höre ich noch einmal das Wort Bankert, gibt es ein Unglück. Eure Vergebung, allergnädigster Herr, aber das Erbrecht ist da außerordentlich präzise. Erbrecht, das kann mir mal durch die Kimme rutschen. Wenn es sein muss, ändere ich es einfach. Oh, habe ich einen seiner Kinder getötet? Eine Bande aufmüpfiger Barone meine Kinder als Standarten benutzt. Euer Majestät haben ja vollkommen recht. Dank Geralt von Riva ist meine Tochter Ada heute am Leben und die Gemahlin Radowitz von Redanien. Ich verstehe. Nein, ich fürchte, du verstehst nicht, Gesandter. Dieser junge König giert doch danach, dass ich die Hufe hochreiße. König Radowitz von Redanien wünscht eurer Majestät gewiss nur Gesundheit und ein langes Leben. Ach ja, mir kommen die Tränen. Die alten Geschlechter würden ohnehin keinen redanischen König anerkennen. Da muss Ada sich wohl mit Redanien bescheiden. Ah, die Frage der Erbfolge ist also noch nicht geklärt. Euer Majestät, ich bitte um Erlaubnis, mich entfernen zu dürfen. Gewährt. Schwarzhagen vor der Schlacht im Feldlager. So weit ist es schon gekommen? Ich möchte seinen faltigen Schädel in einem Sack an M hier schicken. Aber Triss Merigold hat mir geraten, höflich und geduldig zu sein. Das war ich doch. Natürlich. Mehr war nicht drin. Ha, ich wusste doch, dass du einer der Unsrigen bist. Was die Leute reden, schert mich einen Rattenschiss. Wie bei Ada. Gibt es was Neues über den verhinderten Mörder? Triss hat ihn seziert. Er könnte ein Hexer gewesen sein. Hexer? Was habe ich diesem verdammten Hexer denn bloß getan? Was weißt du sonst noch darüber? Er trug kein Gildenzeichen, aber das muss nichts besagen. Viele an deiner Stelle hätten diese Entdeckung verschwiegen. Yep. Triss soll mir nach der Schlacht Bericht erstatten. Jetzt kümmern wir uns um die Verräter. Wohin schießt ihr denn, ihr Trottel? Soldat, ein Fernrohr! Hab ich schon mal erwähnt, dass ich jetzt mit der Grafik zufrieden bin? Oh je, Graf Edgeberry. Hier, Hexer. Wie? Zielt auf den mit dem roten Helmbusch. Noch vor knapp 6 Monaten schwor er mir ewige Treue. Hä? Komm schon. Hä? Wie viel höher? Was? Na komm. Oh Gott. 2,5 Grad. Ich habe nichts gemacht, ich wusste nicht, was ich drucken sollte. Ich wusste nicht, was ich tun sollte. Das ist falsch. Aber vollkommen. Haben wir ihn erwischt? Weggeduckt. Verdammt! Den greifen wir uns auf der Mauer. Mir nach, Hexer!
Warte, Gag. Ich dachte, ich wäre jetzt richtig gedrückt. Ich dachte, das wäre Ranzoom. War da wohl doch nicht Ranzoom. War da wohl doch eine andere Taste. Gott, wir werden sterben. Das hier hätte übrigens der Anfang sein sollen. Weißt du, Hexer, ich würde Luisa verzeihen, aber wenn sie vor ihrem König niederkommt. Sehr großmütig. Du spottest. Einerlei. Ich bin sicher, dass Luisa ihren Fehler einsieht. Und außerdem brauchen die Kinder ihre Mutter. Ich kann nicht ganz folgen. Ach, Hexer, das ist doch ganz einfach. Luisa und ich hatten nur eine kleine Krise. Sie wollte Dinge von mir, die ich ihr nicht geben konnte. Natürlich. Vermutlich. Gleich kamen Leute wie Echeverry gerannt. So edel, so einfühlsam. Steckt ihr, der böse König wolle ihr die Kinder nehmen. Sie könnten sie schützen, vielleicht auf den Thron setzen. Die Baronin ließ sich beschwatzen. Jede Mutter täte das. Natürlich ging es den Herren nur um ihre eigenen Privilegien und die Schwächung der Krone. Doch mir fehlt ein Weiberschoß. Tauch ich dort den Pinsel ein, kann ich endlich fröhlich sein. Was? Hä? Trockenbrot und hartes Lager, wenig Schnaps, ja, geil. Voll zu mager. Geiles Lied. Schwer ist es soldatenlos, Blut und Dreck und Grauen. Okay, ich glaube, jetzt singen sie nicht mehr. Gruß euch, Soldaten! Hey, wir finden Göttin Lot! Okay. Verdammt und eins, wohin ziehen wir? Verdammt und eins, wofür kämpfen wir? Was Schwachsinniges? Verdammt richtig, los! Wie oft kann man verdammt in einer Ansprache sagen? Ja. Achtung, wir sind fast da. Alle Mann an die Waffen! Das tut mir leid. Dieser Turm war eine miserable Idee. Er sollte die Moral der Aufständischen brechen. Diese Adelsfuzzis kamen her, um ein bisschen auf den Mauern zu wandeln. Sterben durften die Soldaten für sie. Elendig, im Straßendreck unter ihnen. Wenn mich der Dienst in der Armee irgendwas gelehrt hat, dann das. Ob Schlacht oder Ball, die Edelgeborenen haben die vornehmsten Plätze und die besten Kleider. Doch Schluss mit dem Geplänkel, Hexer. Fahr fort. Ach, richtig. Was ist eigentlich aus dem Drachen geworden? Er hat die halbe Burg zertrümmert, einen Haufen Soldaten getötet und sich dann davongemacht. Wohin? In Richtung Edirn. Mehr weiß man nicht. Wir sind ihm um Haaresbreite entgangen. Triss. Arian Lavalette hat die Burg übergeben. Öffnet das Tor! Arian lebt? Sofort aufmachen! Kniet vor eurem König, dann erweist er euch Gnade. Wir sitzen fest. In der Tat, meine Magie hilft hier nicht. Und gerade setzt die Hauptstreitmacht auf Boten in die Stadt über. Kehren wir ins Zelt zurück. Im Lager ist es jetzt angenehm leer. Hab genug für heute. Verlockend. Da, königliche Spezialverbände. Was ist mit dem Baron? Musstest du ihn töten? Ich hab keine Wahl, der hat nichts gemacht. Das ging nun mal nicht anders. Der hat sich halt auf den Boden gerollt. Manchmal kann man's nicht ändern. Seine Worte. Das, was er sagt. Sir. Vernon Roche. Deinen Bericht, Roche. Okay. In der Stadt wird weiter gekämpft. Ein Großteil unserer Leute hat in Fischerbooten den Fluss überquert und ist in die Stadt gelangt. Sie brandschatzen, schänden und plündern. Lavalettes Leute verteidigen sich weiterhin im Tempelbezirk. Was ist mit der Baronin? Lebendig gefangen und in Sicherheit.
Man hat ihr doch hoffentlich kein Haar gekrümmt. Ganz nach euren Anweisungen. Ihr fehlt nichts. Sie ist schön wie eh und je. Die Kinder sind allerdings nicht bei ihr. Aber du weißt, wo sie sind? Im Kloster. Doch wir überblicken das Gelände noch nicht. Schnell, rüber. Drachi! Der König! Süßes Drachilein. Süßes Drachilein. Ich mag Drachen. Ein Drache unter den Wehrgang. So. Ich möchte aber mal. Oh ja. Magias. Ah, okay, das ist schon das Schwert aus dem. Okay. Rune des Feuers. Okay, die Runen wurden auf jeden Fall scheinbar mit übernommen. Der Schleifstein. Gebe Schwalbe, Katze. Schirm den König ab. Huch. In den Wehrgang. Zwei Finger gebe ich jetzt für eine Armbrust. Also doch ein Drache. Nicht zu fassen, ein echter Drache. Marigold, hol ihn mit deinen Zaubern da raus. Ich weiß nur nicht, wie ich. Ah, okay. Level 2, Talente. Okay, Hexausbildung, Schwertkampf, Schema gesperrt. Schema gesperrt, Schema gesperrt. Okay, also. Geht's gerade nur Richtung Hexeausbildung. Energieregeneration außerhalb des Kampfes. Messer werfen frei. Vitalität. Vitalität ist immer was Gutes. Gegen so etwas kämpfen. Nicht kämpfen, fliehen. Da spricht der Fachmann. Wir müssen uns zur Stadt durchschlagen. Dort haben wir größere Chancen. Stimmt es, dass Hexer keine Drachen jagen? Der Drache hat offenbar noch nichts davon gehört. Was soll ich denn tun? Ihn mit dem Schwert pieksen? Das weiß denn ich. Das Tor! Sie überwinden das Tor! Tanizoni! Diese Unterhaltung. Ja, wie tötet man Drachen? Ja, so. Gute Frage. Man kämpft nicht gegen sie, man rennt weg. Okay. Ja. Und? Sonst so? Ja, wir töten keine Drachen. Ja. Wie kann man den Drachen da runterholen? Ja, wir werfen einfach mit dem Schwert auf ihn. Ich werfe mein Schwert und hoffe, dass es trifft. Ich halte das nicht länger durch. Bring die Bogenschützen her! Ich teleportiere mich, aber euch kann ich nicht mitschleppen. Lauft weg! Gerade ist ein bisschen schlecht. Ich halte das nicht. Triss. Wie geht das so nach dem Stream? Die Brücke brennt. Schnell, hier lang. Hey. Hi. Hallo, du hübsches. Hübsches Viech. Oh, das ist ja mit dir. Hätte diese verdammte Eidechse doch beinahe die Belagerung versaut. Die Schlacht wird sie schon vertreiben. Drache oder nicht, mich interessiert nur, wie diese Sache ausgeht. Seit der eingestürzten Brücke warst du fast die ganze Zeit bei mir. Fast.
Erzähl mir, wie du auf den Tempelhof gelangt bist. Uneinnehmbar, von wegen! Die Stadt haben wir in einem halben Tag im Sack! Meldung! Die Kämpfe dauern an. Eine Gruppe von Rebellen hat sich im Tempel verschanzt. Die Kinder? Sind wohl auch da drin. Fenn hat sich einen der Priester vorgeknöpft und was von einem Durchgang unter den Mauern erfahren. Mit einem Rambock kommen wir da frühestens in einer Woche ran. Probieren wir es mit Äxten? Das dauert auch. Was soll's? Dieser Priester, was ist mit dem? Und dem Durchgang? Ist beim Verhör bewusstlos geworden. Er wird jetzt unten bewacht. An die Arbeit, Hauptmann. Jawohl. Silas, nimm dir diese Tür vor. Fenn, wir gehen. Hexer. Majestät. Ein Spezialauftrag. Genau richtig für dich. Vernon ist zwar überzeugend, aber auch ziemlich ungestüm. Finde auf eigene Faust einen anderen Weg. Gelingt dir das, soll dich ganz Visima beneiden. Vielleicht kriegt Roche was raus aus diesem Priester. Die Stadt ist zu groß. Ich brauche einen Anhaltspunkt. Auf ihn ist Verlass, aber wir haben keine Zeit. Sieh dich mal um in der Gegend. Es könnte ein Tunnel oder sowas sein. Vermutlich haben sie Fallen gestellt. Meine Leute haben nicht deine Fähigkeiten. Du eignest dich am besten. Die Soldaten der Lavalettes tun den Kindern der Baronin sicher nichts. Das glaube ich erst, wenn ich sie sehe. Wir müssen uns beeilen. Die Rebellen sitzen in der Falle. Vielleicht kommen sie auf die Idee, die Kinder als Geiseln zu nehmen. Ich gehe. Ich zähle auf dich. Ich hab ja eh keine Wahl. Was ist nun mit den Äxten? Tempo, ihr Arschnasen! Arschnasen? Wo sind die Äxte? Bewegt eure Ärsche! Okay, darüber finde ich keinen Weg. Wir dürfen uns frei bewegen. Das Leben für wie lange? Hybrid, können wir das nach dem Stream machen? Ich komme hier, ich müsste sonst jetzt das Spiel beenden. Einmal kurz. Ich komme hier sonst nicht raus. Okay. Lorenz, Schema. Bitte. Kann ich das auch irgendwie... Ah ja, kann ich lesen. Sehr gut. Ich glaube, ich werde aber gleich einmal mit dem Hund raus müssen. Ich glaube, der Hund ist nämlich wach. Die Zwerge sind eins der ältesten, der alten Völker, oh Gott. Und der selbststämmig, bärtig, bassstimmig und kleiner als Menschen. Außerdem sind sie hart und geradlinig. Manche sagen mürrisch, gierig und schroff. Ich möchte unterstreichen, dass ich diese Auffassung nicht teile, sondern der Vollständigkeit halber erwähne, auch wenn sie von dumpfen, bonierten Leckaffen stammt. Die bergige Heimat der Zwerge heißt Mahakam und ist für die Bergwerke berühmt, in denen Erz und kostbares Gestein abgebaut werden. Zwerge sind tolerant gegenüber neuen Nachbarn, was man von Menschen nicht unbedingt behaupten kann. Und viele von ihnen leben in Menschenstädten. Trotz Schikanen, Verfolgung, sogar blutigen Pogrome gestaltet sich das Zusammenleben mit den Zwergen vieles friedlicher als das mit den Elfen. Mit ihrem Talent für Handwerk und Handel sind sie oft hervorragende Kaufleute, Bankiers, Schmiede und Waffenschmiede. Okay. Gehen wir davon aus, das ist dann fürs Schmieden.
Okay. Menschen. Ich aber noch nicht. Oh Götter, Hilfe! Was habt ihr mit ihr gemacht? Maul halten! Hilfe! Ihr zahlt jetzt deine Kriegssteuer. Gold und Silber. Diese Leute sind unbewaffnet. Scher dich hier weg und misch dich nicht ein. Ihr verschwindet entweder jetzt oder gar nicht mehr. Euer Fleisch gebe ich den Streunern. Kommt, gehen wir! Das ist ein Mörder! Los! Herr, wir danken dir. Danke. Seid vorsichtig. Das nächste Mal habt ihr vielleicht weniger Glück. Versteckt euch irgendwo. Ich muss meine Frau suchen. Ich habe gesehen, wie man sie und die anderen zusammengetrieben hat wie Vieh. Viel Glück. Ja, der sitzt ja erstmal noch lässig. So, ich werde jetzt einmal noch mal ganz kurz aufs Klo gehen, sobald wir hier drin waren. Eventuell muss das Huhn hier auch noch mal kurz raus. Es kann aber auch sein, dass Huhn einfach nur Durst hat. Das kann auch sein. Der ist in der Flair ist. Ich hoffe, dass...